weiter mit der Modellformulierung. Wir sind jetzt in dem Abschnitt der Vorlesung, der auf dem Vorlesungsplan, glaube ich, Theorie genannt wurde. Und dieser Abschnitt besteht aus Modellformulierung, Parameterschätzung und T- und F-Statistik. Und den Beginn bildet also hier die Modellformulierung. Und wir wollen uns zunächst nochmal kurz damit beschäftigen, was Sie im letzten Semester über die allgemeine Form des naturwissenschaftlichen Erkenntnisprozesses gelernt haben. Ja? Also diese Abbildung haben Sie höchstwahrscheinlich schon mal gesehen. Und in dieser Abbildung steht die Realität hier außerhalb dieses schwarzen Kastens. Der schwarze Kasten ist also das, was wir als Naturwissenschaft bezeichnen. Und die Realität befindet sich außerhalb der Naturwissenschaft. Das soll zum Ausdruck bringen, dass wir keinen direkten Zugriff auf die Realität haben. Ja? Die Realität wird bestimmt von wahren, aber unbekannten Parametern, die wir aber nicht kennen. Und die einzige Art und Weise, in der wir Zugriff auf die Realität erhalten können, ist durch Beobachtung. Beobachtung ergibt dann Daten, aber Daten allein reichen nicht aus, um ein Modell zu schätzen. Wir brauchen zusätzlich noch eine substanzielle, mechanistische, wissenschaftliche Theorie, die Angaben darüber macht, wie die Realität beschaffen ist und wie die Abweichung von der Realität in unseren Daten beschaffen ist. Das ist dann die Aufgabe von Modellformulierung. Wenn wir dann solche Annahmen getätigt haben, dann können wir unsere Daten benutzen, um anhand des Modells die Parameter des Modells zu schätzen. Das nennt man Modellschätzung. Und Modellschätzung kann dann die Grundlage sein von Modellevaluation. Modellevaluation bedeutet in der Regel, Statistiken zu berechnen, die dann Aussagen machen über die mit den geschätzten Parametern verbundene Unsicherheit. So. Und in der idealen Welt, wir leben nicht in der idealen Welt, aber in der idealen Welt wäre es dann so, dass die Modellevaluation zurückstrahlt auf die Modellformulierung. Also, dass die Erkenntnisse, die wir aus der Modellevaluation gewonnen haben, uns wieder reinformieren in Bezug auf die Modellformulierung und dass wir dann unser Modell in bestimmter Weise revidieren oder auch nicht. Beispielsweise könnte man annehmen, dass wir in der Modellformulierung davon ausgehen, dass es in der Realität einen Zusammenhang gibt zwischen dem Geburtsdatum einer Person und seinem dem Geburtsdatum einer Person und ihren Persönlichkeitseigenschaften. So. Wenn wir das dann tun würden, dann würden wir in der Modellevaluation höchstwahrscheinlich herausfinden, dass es keinen statistisch signifikanten Zusammenhang gibt zwischen dem Geburtsdatum einer Person und Persönlichkeitseigenschaften. Aus dem Grund glauben wir nicht an Horoskope. Also vielleicht glauben Sie an Horoskope, das ist auch okay, aber im wissenschaftlichen Sinne glauben wir nicht an Horoskope, weil es dafür keine empirische Evidenz gibt. Das heißt, die Modellevaluation würde uns dann dazu bewegen, unser krudes Modell von Persönlichkeit abzuändern hin zu einem realistischeren Bild von Persönlichkeit, der zufolge die Persönlichkeitseigenschaften eines Menschen vermutlich zu mehr oder weniger gleichen Teilen aus seinen genetischen Anlagen und seinen Umwelterfahrungen sich speisen. Gut, das ist der naturwissenschaftliche Erkenntnisprozess. Und ich habe jetzt hier auf der nächsten Folie sind einmal die Hauptergebnisse der nächsten Vorlesungseinheiten zusammengefasst. Wir haben hier also die allgemeine Formel für das ALM, Modellformulierung, dann die Parameterschätze für den Wetterparametervektor und den Varianzparameter. Sie werden heute erfahren, was das ist. Und die Modellevaluation in Form von T- und F-Statistiken. Diese Folie werde ich Ihnen jetzt zu Beginn der nächsten drei Einheiten immer wieder zeigen. Und das sind also die wichtigsten Resultate, die Sie so aus dieser Vorlesung mitnehmen sollen. Gut, es gibt dann die Standardprobleme frequentistischer Inferenz. Nur kurz zur Klarstellung, Standardprobleme bedeutet hier Standardproblemstellung. Es hat da wohl manchmal Verwirrung gegeben. Also Standardprobleme bedeutet nicht
dass das ungelöste Probleme sind und dass wir hilflos sind, sondern es bedeutet, dass es mathematische Problemstellungen sind, deren Lösungen uns in der Regel bekannt sind. Also auf jeden Fall in Bezug auf das ALM. Gut, und dafür gehe ich jetzt mal weiter zur nächsten Folie. Hier ist nämlich eine Abbildung dazu. Das heißt, wir haben hier links also die Realität, die bestimmt wird durch wahre, aber unbekannte Parameter und durch eine Wahrscheinlichkeitsverteilung dann ausstrahlt auf die Daten, die wir messen. Dann gibt es drei Standardprobleme frequentistischer Inferenz. Das ist erstens die Parameterschätzung. Ziel der Parameterschätzung ist es, einen möglichst guten Tipp für einen wahren, aber unbekannten Parameter zu erhalten. Der wahre, aber unbekannte Parameter wäre also hier der weiße Kreis und ideal wäre es, wenn unser Parameterschätzer, der wird hier als Theta-Dach bezeichnet, nahe an diesem Wert dran liegt. Zweitens Konfidenzintervalle. Ziel der Bestimmung von Konfidenzintervallen ist es, quantitative Aussagen darüber zu machen, also quantitative Aussagen über die mit den Parametern Schätzern verbundene Unsicherheit zu machen. Ja? Also wir können beispielsweise dann sagen, wenn wir hier so ein Konfidenzintervall haben, die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Konfidenzintervall den wahren, aber unbekannten Parameter überdeckt, ist, wenn wir das Experiment oft wiederholen, so und so hoch. Und drittens Hypothesentests. Ziel von Hypothesentests ist es, auf der Grundlage der angenommenen Verteilung, also auf der Grundlage der von dem Modell angenommenen Verteilung der Daten, eine möglichst zuverlässige Aussage darüber zu treffen, ob der wahre, aber unbekannte Parameter in einer von zwei sich ausschließenden Regionen des Parameterraums liegt. Also in der Regel ist gleich 0 oder ist ungleich 0. Und wenn er ungleich 0 ist, dann freuen wir uns, weil dann haben wir einen, also dann gehen wir davon aus, dass wir einen Zusammenhang entdeckt haben, der irgendwie das Geschehen in der Realität bestimmt. Okay, Fragen dazu? Erstmal nicht. Gut, an der Stelle ist es jetzt wichtig festzuhalten, dass ein vorliegender Datensatz immer nur eine der vielen möglichen Realisierungen der Daten entsprechend des Modells ist. Ja? Also gemäß der frequentistischen Inferenz können wir ein Modell benutzen, um immer wieder neue Daten zu generieren oder neue Daten zu messen, wenn wir das Experiment in gleicher Form wieder durchführen. Und auf diese Weise würden wir dann viele Datensätze erhalten, die wir auch alle separat auswerten können, zum Beispiel mit Parameterschätzern oder Statistiken. Wir hätten jetzt hier also als Beispiel Datensätze 1 bis 5 und noch weiter und könnten für jeder dieser Datensätze ist ein n-dimensionaler Vektor, der Datenvektor, werden wir gleich sehen, was das ist. Und wir könnten jetzt für jeden dieser Datenvektor den Beta-Parameterschätzer beispielsweise berechnen. Der ist gegeben als x transponiert x invers mal x transponiert y. So, dann hätten wir Beta Dach 1 kommt aus Datensatz 1 und so weiter. Die Idee an der frequentistischen Inferenz ist es jetzt zu betrachten, was ist die Verteilung der Beta-Parameterschätzer gegeben die Verteilung der Y, die von dem Modell angenommen wird. Mit anderen Worten, was ist die Verteilung der Zufallsvariable x transponiert x invers x transponiert y? Wenn eine statistische Methode im Sinne der frequentistischen Inferenz gut ist, dann bedeutet das, dass sie im Mittel bei häufiger Anwendung zu guten Ergebnissen führt. Es kann natürlich dennoch sein, dass in der Anwendung auf einen konkreten Datensatz sie zu schlechten Ergebnissen führt, weil wir Pech gehabt haben mit den Realisierungen unserer Zufallsvariablen, weil wir nie alle möglichen Datensätze sehen, die sich aus dem Modell generalisieren lassen, sondern nur einen, den wir eben gemessen haben. Gut. Wir sind also im zweiten Abschnitt der Vorlesung, genannt Theorie, und hier ist jetzt ein Überblick über die restlichen Einheiten dieser Vorlesung. Wir haben jetzt in Einheiten 5 bis 8, werden wir diese zwei Modelle immer wieder benutzen, um zu zeigen, wie sich der allgemeine Fall des allgemeinen linearen Modells im Spezialfall dieser einfachen Modelle auswirkt, was Modellformulierung
Parameterschätzung T- und F-Statistiken betrifft. Das sind einmal der Einstich pro T-Test. Sie haben das Modell im letzten Semester kennengelernt unter dem Namen Modell von unabhängig und identisch normalverteilten Zufallsvariablen und die einfache lineare Regression. Das ist das Modell, was wir in Einheit 1 dieser Vorlesung kennengelernt haben. Dann in den Einheiten 9 bis 14 werden wir in die Anwendung gehen und da werden wir sehen, dass bestimmte Testverfahren, die immer wieder verwendet werden, die standardmäßig in der psychologischen Forschungsliteratur vorkommen, im Prinzip alles nur Spezialfälle des allgemeinen Falls, des allgemeinen linearen Modells sind. Also T-Tests, Einstichproben, Zweistichproben, Varianzanalyse, einfaktoriell, zweifaktoriell, multiple Regressionen, was im Prinzip dasselbe ist wie das ALM, und Kovarianzanalyse. Gut. Gibt es Fragen bis hierher? Okay, dann wollen wir es also definieren, das allgemeine lineare Modell. Das allgemeine lineare Modell ist durch diese Gleichung hier gegeben, y ist gleich x mal Beta plus Epsilon, in der die Variablen oder Größen für folgende Dinge stehen. Y ist ein beobachtbarer n-dimensionaler Zufallsvektor, den wir Daten oder auch Datenvektor nennen. X ist eine Matrix der Größe n mal p, wobei n größer p ist. Und die Einträge dieser Matrix sind vorgegeben und wir nennen diese Matrix die Design-Matrix. Beta ist ein p-dimensionaler Zufallsvektor, ein p-dimensionaler Vektor, der unbekannt ist und den wir Beta-Parameter-Vektor nennen. Und Epsilon ist ein nicht beobachtbarer n-dimensionaler Zufallsvektor, der Zufallsfehler oder Fehlerterme oder Rauschen genannt wird. Und für den treffen wir die Annahme, dass er einer multivariaten Normalverteilung folgt mit dem Erwartungswertparameter der n-dimensionale Nullvektor und dem Kovarianzmatrixparameter Sigma Quadrat mal In. Dann heißt die Zusammennahme dieser Gleichung für Y und dieser Wahrscheinlichkeitsverteilung für Epsilon allgemeines lineares Modell. An der Stelle noch einmal ein Hinweis, den ich in Sitzung 1 schon mal gegeben habe, aber hier gerne wiederhole. Wir bezeichnen jetzt hier mit Y sowohl den Zufallsvektor, über dessen Verteilung wir Aussagen machen können, also was Sie vormals als griechisch Y bezeichnet haben, als auch eine konkrete Realisierung dieses Zufallsvektors, der dann unseren Datensatz darstellt. Ja? Das heißt, wir unterscheiden jetzt nicht mehr zwischen dem Zufallsvektor griechisch Y und seiner Realisierung lateinisch Y. Der Grund dafür ist, dass es einfach, also, dass es verwirrend ist, weil man fragt sich ständig, wieso Y, da steht doch V, und dann lässt es sich auch notationstechnisch nur sehr schwer durchhalten. Und hinzu kommt, dass auch in der Literatur das ALM überwiegend als Y gleich X Beta plus Epsilon beschrieben wird. Da ist eine Frage. Das ist eine tolle Frage, aber wie steht denn das I? Das I? Dieses hier? Ja. Das ist die Einheitsmatrix. Also, das hatten wir ja eben gerade schon in der Einheit. Ich habe hier das einmal für den Fall N gleich 3 aufgeschrieben. Sphärische Kovarianzmatrix heißt Sigma Quadrat mal Einheitsmatrix. Das führt dann dazu, dass wir als Kovarianzmatrix eine Diagonalmatrix erhalten, bei der alle Einträge 0 sind, außer auf den Diagonalen steht Sigma Quadrat. Die gemeinsame Varianz aller Fehlerterme. Gut. So. Wir nehmen durchgängig an, dass die Matrix X die Designmatrix vollen Spaltenrang hat. Das heißt, dass der Rang von x gleich p der Anzahl der Spalten ist. Y ist deshalb ein Zufallsvektor, weil er aus der Addition eines anderen Zufallsvektors Epsilon und einem konstanten Term x mal Beta hervorgeht. Ja? X mal Beta ist demzufolge der
deterministische Aspekt unseres Modells und Epsilon ist der probabilistische Aspekt unseres Modells. N bezeichnet die Anzahl an Datenpunkten, P bezeichnet die Anzahl an Wetterparametern, das sind die Dimensionen der Designmatrix, und die Gesamtzahl an Parametern im ALM ist P plus 1, weil wir haben P Komponenten des Wetterparametervektors und einen Varianzparameter Sigma Quadrat. Der Wetterparametervektor wird auch Gewichtsvektor, Effektvektor oder einfach Regressionskoeffizienten genannt. Der Verteilung von Epsilon und insbesondere der Kovarianzmatrixparameter dieser Verteilung ist sphärisch und das bedeutet, dass die Epsilon 1 bis Epsilon n unabhängige Zufallsvariablen sind, ja? Also Null, Nicht-Diagonaleinträge 0 bedeutet immer Unabhängigkeit bei multivariat normal verteilten Zufallsvariablen. Und demzufolge sind die Epsilon 1 bis Epsilon n unabhängig verteilt. Und zusätzlich ist hier der Erwartungswertparameter von Epsilon als Null-Vektor angenommen. Demzufolge sind die Epsilon 1 bis Epsilon n auch identisch normal verteilte Zufallsvariablen. Das heißt, das sind unabhängig und identisch normal verteilte. Man kann das ALM auch anders schreiben als auf der vorherigen Folie angegeben. Man kann also das in dieser Matrix-Schreibweise aufschreiben, die wir auch meistens benutzen werden. Y gleich x Beta plus Epsilon. Man kann das ALM aber auch für eine spezielle Beobachtung i hinschreiben. Ja, dann heißt es so, yi ist gleich Summe über alle Einträge des Beta-Parametervektors. Also Summe von j gleich 1 bis p, x i j mal Beta j plus Epsilon i. Hier ist die Summe nochmal ausgeschrieben, wobei Epsilon i dann angenommen wird als normal verteilt mit Erwartungswertparameter 0 und Varianzparameter Sigma Quadrat. Sie werden häufig auf diese Abkürzungen stoßen, also in dieser Vorlesung wird manchmal, glaube ich, von unabhängig und identisch verteilten Epsilon gesprochen und in der englischsprachigen Literatur findet man häufig auch diese Angabe. Epsilon i ist normal verteilt als mit 0 und Sigma Quadrat und dann steht hier IID. IID steht für independent und identically distributed. Heißt also nichts anderes als unabhängig und identisch verteilt. Dann können wir aus dieser Definition oder basierend auf dieser Definition des ALMs auch die Datenverteilung des ALMs herleiten. Also es sei gegeben, dass ALM mit der Gleichung y gleich x beta plus epsilon und der Verteilungsannahme über epsilon, dann gilt, dass y einer multivariaten Normalverteilung folgt, mit Erwartungswertparameter μ und Kovarianzmatrixparameter Sigma Quadrat, wobei μ gegeben ist als x mal Beta. Also Sie sehen, dass der Kovarianzmatrixparameter sich hier von Epsilon auf Y überträgt und sich nur der Erwartungswertparameter ändert, weil hier etwas Konstantes dazu addiert wird. Und der Beweis dafür ist auch nicht schwierig, wenn man das Theorem zur linear-affinen Transformation in der Normalverteilung voraussetzt. Also wir haben in der letzten Einheit gelernt, dass wenn Xi einer multivariaten Normalverteilung folgt, dass dann Y gleich A Xi plus B auch normal verteilt ist mit den Parametern A mal μ plus B und A mal Sigma A transformiert. So. In dem Beweis dieses Theorems hier ist es jetzt wichtig zu erkennen, was genau für was steht. Also wir haben Epsilon ist multivariat normal verteilt mit Nullvektor und Sigma Quadrat In. Und wir haben Y gegeben als X Beta plus Epsilon. So, jetzt könnte man auf den Gedanken kommen, dass das x hier die Rolle spielt, die das a hier oben spielt, weil es ja eine Matrix. Das ist aber nicht so,
weil hier Beta nicht die Zufallsvariable ist. Die Zufallsvariable ist Epsilon. X und Beta sind konstant. X ist vorgegeben aufgrund unseres experimentellen Designs und Beta hat einen wahren, aber unbekannten Wert. Das heißt, wir können das hier ein bisschen anschaulicher machen, indem wir das umschreiben wie folgt. Y ist gleich Epsilon plus X Beta. Dann sehen wir, dass in Analogie zu dem Theorem das hier X Beta unser B ist und dass hier versteckt unser A steht. Ja? Und das A ist was? Ja. So, Matrix, die sich wegkürzen lässt. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie heißt. Richtig. Die Einheitsmatrix. Wir könnten also hier IN hinschreiben und das Produkt würde sich nicht ändern. Oder der Vektor würde so belassen, wie er ist, weil die Einheitsmatrix das neutrale Element der Matrixmultiplikation ist. Gut, ach so, ja. Und dann benutzen wir mal dieses A und B, um das auszurechnen. Die Verteilung von Y folgt dann also als A mal μ plus B. Da haben wir hier zu stehen IN mal 0N plus X Beta. Und dann A Sigma A transponiert, das wäre also Identitätsmatrix mal Sigma Quadrat IN mal Identitätsmatrix transponiert. So. IN mal 0N ist Einheitsmatrix mal 0 Vektor. 0 Vektor ist 0, fliegt also weg. Bleibt stehen. X Beta. So. Hier haben wir Identitätsmatrix mal Sigma Quadrat mal Identitätsmatrix transponiert. Wie wir bereits gelernt haben, Identitätsmatrix transponiert ist Einheitsmatrix transponiert ist Einheitsmatrix. Einheitsmatrix mal irgendwas verschwindet. Das heißt, hier bleibt stehen Sigma Quadrat IN. Diese Identitätsmatrix verschwindet, weil sie das Produkt nicht endet. Diese Identitätsmatrix verschwindet auch. Und diese hier muss stehen bleiben, weil der Kovarianzmatrix-Parameter einer multivariablen Normalverteilung ja eine Matrix ist. Das heißt, wir können nicht dieses IN auch noch weglassen, dann würde hier nämlich nur Sigma Quadrat stehen. Sigma Quadrat ist aber keine Matrix. Gut. So. Im allgemeinen linearen Modell sind also die Daten, wie auch die Fehler, ein n-dimensionaler Zufallsvektor, der einer multivariablen Normalverteilung folgt. Und der Erwartungswertparameter ergibt sich zu x Beta und der Kovarianzmatrix-Parameter ergibt sich zu Sigma Quadrat IN. Gut. Jetzt möchte ich präsentieren das weltweit erste Maskottchen für das allgemeine lineare Modell, genannt ALMI. Also Sie sehen hier, der rechte Arm von ALMI entspricht quasi dem Datenvektor. Der Körper von ALMI ist die Designmatrix. Der linke Arm ist der Wetterparametervektor und in seiner linken Hand hat ALMI hier noch so eine Art Lineal und das ist der Fehlervektor oder der Zufallsfehler. Ja. ALMI kann Ihnen dabei behilflich sein, sich die Dimension des ALMs einzuprägen. Sie sehen nämlich, dass Y, Beta und Epsilon alles Vektoren sind. Das heißt, sie haben Spaltenzahl 1. Sie sehen auch, dass Y und Epsilon genauso viele Zeilen haben wie X, nämlich N Zeilen. Und Sie sehen, dass Und Sie wissen aufgrund der Regeln zur Matrixmultiplikation, dass x genauso viele Spalten haben muss wie Beta Zeilen. Oder anders gesagt, dass Beta genauso viele Zeilen haben muss wie x Spalten hat. Also p. So. Jetzt sagen Sie vielleicht, ja okay, das kann ich mir alles herleiten,
stimmt, aber wie um Himmel soll ich mir merken, dass die Designmatrix N mal P ist? Aus dem Grund hat Almi natürlich auch noch eine Tagline, also einen Superhelden-Wiedererkennungsspruch. Und der geht so, N mal P, das tut nicht weh. So, wenn Sie also vergessen haben, was genau die Dimensionen im AM sind, schauen Sie sich das immer noch mal an. Oder drucken Sie sich aus und hängen Sie es über Ihr Bett. Dann wollen wir uns jetzt noch zwei Anwendungsfälle der Modellformulierung angucken. Und das sind, wie ich vorhin schon gesagt habe, einmal das Modell der unabhängig und identisch normal verteilten Zufallsvariablen und das Modell der einfachen linearen Regression. So, wir betrachten also zunächst mal dieses Szenario von unabhängig und identisch normal verteilten Zufallsvariablen, in dem jede Zufallsvariable yi das Ergebnis ist von μ plus εi, wobei εi der Normalverteilung folgt mit 0 und Sigma Quadrat. Und das lässt sich in Matrixalgebra auch wie folgt schreiben. Wir haben also auf der linken Seite einen Vektor y1 bis yn. Dann haben wir als Designmatrix einen Vektor, der nur aus Einsen besteht, multipliziert mit μ, ja, weil jede der Zufallsvariablen den gleichen Erwartungswert hat, plus y1 bis yn, wobei dieses y1 bis yn einer multivariablen Normalverteilung folgt mit dem Nullvektor als Erwartungswertparameter und Sigma mal Einheitsmatrix als Kovarianzmatrixparameter. Und das können wir jetzt einfach schreiben als y gleich 1n mal μ plus epsilon. Epsilon folgt multivariate Normalverteilung mit 0n und Sigma Quadrat im. Und das ist genau das, was hier in Gleichung 13 steht. So. Sie kennen dieses Modell bereits aus dem letzten Semester, Einheit 9 in Wahrscheinlichkeitstheorie und frequentistische Inferenz, und hatten es bisher so geschrieben, y1 bis yn sind alle gleich verteilt mit der Normalverteilung μ Sigma Quadrat. So, wir schauen uns das einmal kurz in R an. Wir generieren jetzt also hier 12 Datenpunkte, n ist gleich 12. Die Designmatrix besteht nur aus einem Vektor von Einsen und wir sagen, dass diese 12 Datenpunkte den Mittelwert 2 haben sollen, das ist das μ, und die Varianz 1, das ist das Sigma Quadrat. Dann benutzen wir die Sampling-Funktion der multivariaten Normalverteilung, die heißt MVR-Norm, um also eine Realisierung dieses n-dimensionalen Zufallsvektors auszugeben. Der hat den Mittelwert x mal Beta und den Kovarianzmatrix Sigma Quadrat in. So, und dann könnten das hier also 12 Realisierungen dieses Modells sein. Dann schauen wir uns noch das zweite Modell an. Einfache lineare Regression. Wir betrachten also das Modell, in dem yi gleich Beta 0 plus Beta 1 mal xi plus epsilon i ist. Siehe Einheit 1 dieser Vorlesung. Und das kann man jetzt äquivalent wieder schreiben wie folgt. Wir haben auf der linken Seite den Vektor y1 und yn. Dann haben wir eine n mal 2 Designmatrix, die sich aus zwei Spalten zusammensetzt. Wobei die erste Spalte nur aus Einsen besteht, weil wir hier konstantes Beta 0 haben. Und die zweite Spalte aus den Werten des Prädiktors x1 bis xn besteht. Das Ganze wird dann multipliziert mit einem zweielementigen Vektor, Beta 0 und Beta 1. Und addiert mit einem Zufallsfehlervektor epsilon 1 bis epsilon n.
Wobei dieser Epsilon 1 bis Epsilon n wieder normal verteilt ist mit Erwartungswertparameter 0n und Kovarianzmatrixparameter Sigma Quadrat in. Und das kann man jetzt, achso, bevor ich fortfahre, vielleicht hier noch kurz zur Erklärung. Wir haben hier eine n mal 2 Matrix und hier einen 2 mal 1 Vektor. Und wenn wir die Regeln der Matrixmultiplikation anwenden, steht hier also in jeder Zeile Beta 0 plus Beta 1 xi. Ja, die erste Spalte wird immer mit der ersten Zeile multipliziert und die zweite Spalte wird immer mit der zweiten Zeile multipliziert. Gut, das können wir jetzt auch wieder schreiben als y ist gleich, Vektor y ist gleich und dann die Designmatrix, die aus 1, n und x besteht, was beides n mal 1 Vektoren sind. Dann kommt der Parametervektor, der aus Beta 1 und Beta 0 besteht, plus dem n mal 1 Vektor Epsilon, der multivariat normal verteilt ist mit Sigma Quadrat In als Kovarianzmatrixparameter. Gut. Das ist das, was hier jetzt in Gleichung 17 gegeben ist. Ja? Also alles, was dieses Aufschreiben Ihnen zeigen soll, ist, dass relativ einfache Modelle, die wir bereits kennengelernt haben und verstanden haben, sich mit Hilfe der Matrixalgebra in ALM-Form aufschreiben lassen. Gut, auch hier wollen wir uns noch kurz anschauen, auch hier wollen wir noch kurz eine Simulation in R durchführen. Wir haben diesmal 10 Datenpunkte. Die Anzahl der Spalten in unserer Designmatrix ist 2. Und wir generieren hier zunächst mal den Prädiktorvektor, der einfach aus Zahlen von 1 bis 10 besteht in diesem Fall. Die Designmatrix besteht dann aus dem Einervektor und dem Prädiktorvektor. Und die Parameter dieses Modells werden hier festgelegt auf Beta 0 gleich 0 und Beta 1 gleich 1. Das heißt also, der Einervektor erhält ein Gewicht von 0 und der Prädiktorvektor erhält ein Gewicht von 1. Dann benutzen wir wieder die Sampling-Funktion der multivariaten Normalverteilung, um Daten zu generieren, und dann erhalten wir diesen Datensatz als eine mögliche Realisierung des Modells. Das kann man dann auch visualisieren. Wir haben hier also auf der x-Achse wieder die Prädiktorwerte als blaue Punkte und die von dem Modell angenommenen Erwartungswertparameter für die gemessenen y sind hier als graue Punkte wiedergegeben, liegen alle auf dieser Linie. Und die schwarzen Punkte wären dann unsere tatsächlich gemessenen Datenpunkte x, y, y. Gut. Gibt es dazu Fragen? Wirklich nicht. Schade. Keine Fragen. Gut, dann wären wir für heute fertig und das war's. Dann sehen wir uns in 2 Wochen wieder zum Thema Parameterschätzung. Vielen Dank.